So, heute geht es weiter mit Teil 2 von Fynn und mir und der Inhalt könnt ihr auf jeden Fall triggern und falls du dich vielleicht betroffen davon fühlst, dann schreib mir gerne eine Direktmessage, die Daten findest du unten in der Infobox und dann schauen wir mal, ob das Video überhaupt für dich Sinn macht. Ansonsten würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit Teil 2 von Fynn und mir. Wahrscheinlich schon länger her sein, wo du nicht wusstest, auf welches Klo du gehen solltest. Ja, in der Hauptschulzeit tatsächlich. Also da wurde ich auch einigermaßen dafür belächelt, dass ich halt nicht aussehe wie ein normales Mädchen. Gerade wenn er halt auf so einem Dorf wohnt, ist das halt immer so eine Sache. Und aber da musste ich halt echt überlegen, wie mache ich das? Gehst du auf Klo in der Schule oder nicht? Ich habe auch echt überlegt, ob ich dann teilweise tagelang, also immer dann in der Schule nicht aufs Klo gegangen bin oder nicht. Okay. Also ich habe dann extra nichts getrunken, damit halt nicht aufs Klo muss. Boah. Was jetzt nicht gerade gesund ist, ne? Aber ja, gut. Ja, aber darüber denkst du als Kind nicht, ne? Ich war da, ich weiß nicht, 13, 14. Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Frauentoilette warst, so, ich meine, genauso wie die Situation im Laden oder so, bist du da auch schräg angeguckt worden, so, hey, falsche Toilette vielleicht? Ja. Irgendwann, also dadurch, dass ich ja dann schon immer so aussah, habe ich das Glück gehabt, dass ich irgendwann einfach zu mir selber gesagt habe, ich gehe jetzt einfach aufs Jungklo, weil man sieht es mir halt nicht an, dass ich ein Mädchen war, weil ich kann gleich mal ein Foto raussuchen, da sieht man es einfach nicht, dass ich halt so aussah. Ja, also ich glaube, die Toilettengeschichte ist einer der größten Herausforderungen, ganz am Anfang einfach. Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dich geoutet hast? Also meine Eltern haben sich sowas schon gedacht, weil die haben mich damals in so eine Klinik gesteckt, wo man sowas herausfindet. Da kam dann raus, dass ich halt ein Mädchen sein will, weil ich weiß nicht, da war ich auch so 13, 14. Boah, und da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also Transsexualität und dass man sein Geschlecht ändern kann. Deswegen wollte ich da nicht angeben, dass ich halt so bin, wie ich bin. Und dann haben meine Eltern das halt gemacht und die haben halt gesagt, irgendwas stimmt da trotzdem nicht und haben mich dann weiter zu Psychologen und sämtlichen Ärzten geschleppt, bis es dann halt da rauskam, dass ich doch so bin. Und meine Freunde, ich hatte eine Freundin damals, die war mit mir, also die war ein bisschen jünger als ich glaube ein, zwei Jahre, aber die war in der Grundschule tatsächlich genauso wie ich und dann, wo wir dann in die weiterführende Schule gegangen sind, ist sie halt zum Mädchen geworden, so richtiges Mädchen, lange Haare, Schminke und High Heels und so. Und ich bin dann halt weiter so jungmäßig geworden und die ist dann halt trotz meinem Outing so immer so, also die hat mich halt verstanden, obwohl sie so ein Mädchen geworden ist. Und der Rest der Freunde, ja, die fanden es halt irgendwann dann doch cool. Es gab aber auch ein paar Leute, die haben mich dann dafür auch gelächelt. Und es gibt tatsächlich eine Person, die hat mich früher dafür ausgelacht und mittlerweile ist sie selber trans. Echt jetzt? Boah, da kriege ich Gänsehaut, hey. Das ist schon, boah. Das war so, nee, also, nee, ich weiß nicht, ob ich das aussprechen darf, aber das ist schon so fast Karma-like, ne? Also, klingt jetzt total blöd für einen Zuschauer, dass das was Böses ist, aber das ist schon, also wenn dich jemand auslacht und danach selber den Weg geht, ja, fragt die Person nach Hilfe auch mal bei dir oder hat die nach Hilfe gefragt? Also dadurch, dass ich halt auf dem Dorf gewohnt habe, ist es halt sehr schnell, hat es halt sehr schnell die Runde gemacht, dass ich halt trans bin und dass ich jetzt Hormone nehme und so. Dann kam halt mal so die Frage, wie ist es und so und wie hast du das gekriegt und so, aber ansonsten nie wirklich. Wir haben auch, ich weiß nicht, das kann auch durch meine Ex-Freundin so sein, aber dadurch haben wir irgendwie nie so wirklich Kontakt gehabt.
Ist auch ganz gut so. Ja, natürlich, verstehe ich vollkommen. Aber ganz kurz nochmal auf die Sache wegen deinen Eltern. Das muss ja als Kind für dich ja auch eine mega Belastung gewesen sein, jetzt unabhängig von dem Transweg an sich, dass du von Psychologe zu Psychologe gegangen bist und dass die halt geguckt haben, hey, was stimmt mit meinem Kind nicht? Nee, klar, die wollen das Beste für das Kind, aber in dem Moment, wenn du halt irgendwelche Tests, sage ich mal, machen musst oder Sachen beantworten musst, das muss ja auch schon ziemlich in die Psyche gehen, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass meine Eltern damit auch zu kämpfen hatten. Aber meine Mutter hat halt jetzt hinterher gesagt, das war die beste Entscheidung, weil dadurch wurde halt auch herausgefunden, warum ich so schlecht damals in der Schule war und warum ich dann so nach, also warum ich mich dann so verschlossen habe und so. Und sie meinte halt, es geht, also es ist egal, was ich bin oder ob ich jetzt ein Mädchen bin oder ein Junge, Hauptsache ich bin gesund und mir geht's gut. Mir ist auch egal, auf wen ich, also ob ich mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen bin. Hauptsache ich bin glücklich so. Perfekt. Der Einzige, der da ein bisschen so seine Probleme mit hat, am Anfang war mein Vater. Bis zu dem Tag, wo ich meine Namensänderung hatte, hat er mich halt noch mit dem weiblichen Namen angesprochen, obwohl ich schon Bart hatte oder Brust weg. Wir waren mal schwimmen, da hat er mich gerufen, habe ich mich halt einfach nicht umgedreht, weil wenn du einen weiblichen Namen rufst, aber mit Badehose und oberkörperfrei rumläufst, drehst du dich einfach nicht um. Aber mittlerweile hat er es akzeptiert, oder? Ja. Sehr gut. Die Namensänderung ist mittlerweile auch schon 6 Jahre her, also von daher. Ja gut, aber ich meine, wenn du ein Bart hast und Brust-OP hinter dir hast und dann trotzdem noch der weibliche Name kommt, dann tut sich an der Namensänderung nicht viel was. Also es ist schön, dass er es akzeptiert hat, aber es gibt sicherlich auch Menschen, bei denen das schon 5 Jahre her ist und die Eltern oder das Umfeld das immer noch nicht akzeptiert. Und das ist eine heftige Sache. Also ich wünsche es keinem. Genau, 7 Jahre ist es her. Was ist heute anders als damals? Ja, dass sich nicht mehr viel verändert, aber sonst eigentlich nicht so viel. Halt die Denkweise, aber das hat, denke ich mal, nichts mit dem Testo zu tun, sondern eher damit, dass man älter wird und reifer. Das ist halt immer so eine Frage, ne? Also ist es jetzt wirklich wegen dem Trans-Lebenslauf oder ist es, weil man einfach älter wird? Weil du wirst natürlich mit 30 nochmal anders denken, wie du mit 20 gedacht hast. Aber spielt da überhaupt der Transweg eine Rolle? Weil auch andere Leute, also auch Bio-Leute, blöder Begriff eigentlich, aber auch die Leute, die verändern sich ja mit der Zeit. Hoffe ich zumindest. Es gibt Leute, die bleiben immer am selben Punkt stehen. Ja. Genau. Ich glaube, das Einzige, was ich halt tatsächlich verändert habe, ist, dass ich halt früher eine Freundin hatte und jetzt einen Freund, aber sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Okay. Aber das hängt absolut nicht damit zusammen mit der Transgeschichte, oder? Würde ich auch nicht Also sagen. ich habe mal gehört, dass es vom Test zu kommen kann, aber ich weiß es nicht. Okay. Ich setze mich da auch nicht drauf fest oder so. Okay. Und ja, dein bester Tipp an jeden, der noch am Anfang steht und diesen Weg gehen wird. Man sollte Geduld haben. Das habe ich sehr viel erfahren müssen. Weil für die ganzen Behördengänge muss man einfach Geduld haben. Nicht am Also. Ende. Wir warten mal ganz kurz, ob der Finn wieder zurückkommt. Ja. Bist du da? Noch Ja, da? jetzt bist du wieder da. Okay. Was hast du denn noch verstanden? Also man sollte Geduld haben. Das kam noch an. Gleich der erste Satz und der Rest nicht mehr. Ja, ich musste sehr viel mit der Krankenkasse kämpfen, um alles genehmigt zu kriegen.
gerade weil es halt auch, also weil ich halt sehr früh angefangen habe. Und das ist halt nochmal extrem schwer. Und ja, einfach nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Wie alt warst du, wo du angefangen hast? Mit Hormone oder generell? Mit Hormone. Also mit der Da Teil. war ich 18, aber. Also mit Therapie habe ich angefangen, da war ich 14, 15. Okay. Und Hormone habe ich dann, also die offiziellen Testhormone habe ich dann gekriegt, da war ich 18, aber vorher habe ich schon so Blocker gekriegt und auch die muss er genehmigen lassen und so. Und da ist halt schon der Kampf, da dran zu kommen, gerade weil es hier in NRW nicht so sehr viele Ärzte gibt, die es halt machen unter 18. Ja, ein harter Kampf hast du auf jeden Fall gehabt. Und ein geiles Interview war es auf jeden Fall. Da waren sehr viele informative Sachen dabei. Finn, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn Fragen aufkommen, denke ich, bist du auch nicht abgeneigt davon, dass die Leute dich einfach selber auch fragen in Instagram. Ansonsten einfach hier unten, ich leite es den Finn weiter. Und ich würde sagen, danke, dass du Mut, der Community Mut gemacht hast. Und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Das ist Ciao. schön. Schön. So, und jetzt erstmal ein fettes Dankeschön an dich, dass du bis hierhin auf jeden Fall die Interviews angeschaut hast. Weil nur die wenigsten schauen da rein bis zum Ende. Und du bist auf jeden Fall ein Grund dafür, warum ich hier weitermachen sollte, warum sich das überhaupt lohnt, dieses Format zu tun. Und ich brauche deine Unterstützung. Ich würde gerne wollen, dass das Format weiterlebt. Daher brauche ich auch natürlich neue Interviewpartner. Und wenn dir da irgendjemand einfällt, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein. Oder schreib mir eine Direktnachricht. Die Kontaktdaten findest du auch in der Infobox. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir gemeinsam dieses Format weiterführen. Und ansonsten würde ich sagen, sei mutig und bis zum nächsten Mal.